Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold bei mir, dem Kegel-Let's Player. Und das ist jetzt, wenn ich richtig liege, der 12. Part. Und wir haben heute immer noch den zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben jetzt 15.40 Uhr, so gesagt, jetzt 3 Stunden ungefähr Pause gehabt. Und, ja, wir wollen uns jetzt halt mal an der... Achso, warte, Moment, bevor wir jetzt in die Arena gehen, wollte ich ja hier nochmal ein bisschen im, Pokémon-Supermarkt einkaufen, ne? Hallo, jetzt mal bitte hoch. Dankeschön. Hallo, womit kann ich denn dienen? Ja, ich will verkaufen, ne? Holzkoten. Was? Ja, gut, enthalte ich mich jetzt mal der Stimme. Ich würde sagen, ich brauche mal wieder ein paar Tränke. Yep. Und auch mal wieder ein paar Pokebälle. So, da geht es nämlich doch einem gleich ein bisschen besser. So, wie viele Gegengifte habe ich denn dabei? Gegengift wäre 2 Stück, Gegengifte direkt 5. Okay. Das sollte ja eigentlich soweit genügen. Das Einzige, was ich jetzt zwischendurch schon mal gemacht hatte, war ein bisschen trainiert, aber halt auch jetzt nicht so viel, dass ich jetzt sage, ah, hier, ganz starke Pokémon, ne? Also, wir versuchen jetzt einfach mal in der zweiten Pokémon-Arena hier in Azalea City so, ne, also durchzukommen. Würde ich jetzt mal, ja, so sagen, ne? Gut, wir machen jetzt den Anfang. Wollen wir erstmal hier, ja, ich weiß jetzt nicht direkt, was die jetzt so einsetzen. Mir wird jetzt hier empfohlen Feuer, Flug und Gestein. Ich habe jetzt nicht direkt ein Flug-Pokémon, ich habe auch kein Feuer-Pokémon. Ja, das Einzige, was ich habe, ist ein Gestein-Pokémon. Aber das ist ja auch noch nicht so heftig, also auf dem Gedings, ne? Also, so, okay, ich kann mal versuchen, hier den ersten Kampf mit Aaron zu bestreiten. Was aber, glaube ich, nicht so, halt, das nicht so ganz passen würde. Yo, Herausforderer! Mahlzeit! Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Schön, hat er bestimmt abgeguckt. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen, Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Ich hab kein Feuer-Pokémon, hallo! Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Ich hab auch kein Flug-Pokémon. Ach, komm. Hallo! Na? Du willst den Leiter sehen? Nicht die Leiter, ich meine den Arena-Chef hier. Aber wir kommen zuerst. Erscheinen reicht auch, Mädel, aber naja, ist egal. Na? Lassen wir jetzt mal so durchgehen. Zwillinge Eva und Ute möchten kämpfen. Das ist ein Ding. Ladybar. Level 10. Gegen Aaron Level 11. Ja, hier kommen wir. Probieren es mal mit der Gelähmschelle. Hat keine Wirkung. Dankeschön. Super. Das freut mir ja jetzt schon mal einen Keks. Dann wollen wir mal gucken, wie ich so durchkomme. Also, was bei Aaron ja richtig gut ist, also bei Onix, dass der eine gute Verteidigung hat. Wieso macht er jetzt was anderes? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Wird er jetzt so langsam ungehorsam, oder was? Das würde mir jetzt ja gerade noch fehlen. Naja. Das wäre ja richtig, ja, beschissen, sag ich jetzt mal, ne? Und Aaron ist verwirrt. Er macht mich wirr im Kopf. Ja gut, dieses Ladybar würde mich auch total kirre machen, das stimmt. Aaron ignoriert Befehl. Dankeschön, super. Bin ja begeistert. Das klappt ja hier wunderbar. Danke. So. Gut, also auf Aaron kann ich so gesagt gar nicht zählen. Und ein Weberack. Wir haben hier selber noch einen Weberack, aber das ist eine Level 8. Also Holly. Ja, komm, dann soll das mal Muffy machen.
würde sagen, der hätte da eigentlich eine gute Chance gegen. Also habe ich jetzt so im Gefühl. Nein! Was tust du? Einmal, zwei nach unten, Angriff. Bebak, du Spastenvieh, jetzt bin ich dran. So. Ja, sicher. Einmal angegriffen, wird gleich vergiftet. Sicher. Mhm. Da kommt echt voll auf. Mhm. So, Eva und Ule wollen besiegt. Um Himmels Willen! Ja. Pech gehabt, Mädels. So, einmal ab zur zum Pokémon Center, weil ich jetzt kein Gegengift so gerne einsetzen würde und möchte und hasse nicht gesehen, ne? So. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir denn gegen den Arena-Leiter schon ankommen. Ich glaube, das eher weniger. Weil er hat nämlich zwei Pokémon auf Level 14, obwohl Level 14. Das sind eigentlich noch recht akzeptable Pokémon, die wir besiegen können. Das Einzige, wo ich ein Problem sehe, wäre dann das Pokémon auf Level 16. Also da müssten dann wahrscheinlich Muffy und Freaky zusammenarbeiten. Würde ich jetzt mal so sagen. Warte mal, wie viel brauchen Freaky noch zum nächsten Level Up? 246. Und Muffy? 231. Hä? Okay, also Aaron muss auf jeden Fall vorne weg. Dann würde ich mal sagen, okay, mit Olli komme ich jetzt in dieser Arena gar nicht weiter. Also muss ich mich wirklich auf Freaky, Muffy und Sunny verlassen. Hm. Das ist jetzt, tja. Könnte jetzt eventuell ein bisschen problematisch werden. Ah komm, wir setzen jetzt erstmal Freaky nach vorne. Dann wollen wir mal gucken, wie er sich da so gedingst. Du bist wirklich stark. Ja, danke, Mädel. Ich, dafür nehme ich auch keine Blumen. Hallo? Du hast die Fleckmons gerettet? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Oh Mann, bist du stark. Ja, ich weiß. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Ja, da hättest du da auch hingehen können und die Fleckmon aus der Scheiße rausholen können, ne? Aber nö. Da warst du wieder nicht imstande zu, Käfersammler Enno. Ein Paras. Oh mein Gott, Level 13. So, wie sieht das mit der Aquaknarre aus? Okay. Gut, dann müssen wir halt auf Kratzer erstmal zurückkommen. Das sieht schon mal einigermaßen gut aus ab. Ich weiß nicht, was die alle mit diesem Giftpooler haben. Ich verstehe es nicht. Ja, sicher. Also, wo dürfen wir gleich wieder hinlaufen? Genau, zum Pokémon Center. Ist das schön. Da freue ich mich an Keks. So, Freaky, es wäre mal gut, wenn du jetzt angreifen würdest. Dankeschön. Sehr gut. So, und Freaky hat gleich wieder ein Level. Up. Urg! Ja. Siehst du, bin ich doch stärker als du. Ha, du Klötenheinz. Hast du Pech gehabt. Ja, jetzt noch jeden Kampf zum Pokémon Center laufen, das ist wunderbar. Das geht auf jeden Fall. Das geht. Nein, das geht gar nicht auf die Zeit. Auf keinen Fall. Freut mich ja, wenn ich immer hier im Pokémon Center so gediensten darf, ne? Also, so sehe ich das. Und nicht anders. Aber ich glaube, ich sollte gleich mal einen Schluck trinken. Ja, kaum läuft 9 Minuten ja die Aufnahme, muss ich gleich was trinken. Das ist ganz normal. Aber wisst ihr was, da bin ich stolz drauf. Ah ja! Na? Käfer-Pokémon sind cool. Und? Und dort wirst du. Ich beweise es dir. Ja, red mal richtig Deutsch, dann weiß ich ganz genau, was du meinst. So. Käfersammler Jörg. Jörg Träger oder was? Ach nee, das ist zu klein. Raupi. Ach, kleine Fische. Komm, Freaky. Hau da mal rin.
Du hast gleich ein Level Up. Und Level Ups sind immer gut. Ja, wäre nämlich ganz gut, wenn Freaky jetzt Level 16 ist, dann wäre er nämlich ebenbürtig dann mit dem Level 16 Pokémon gegen den Arena-Leiter. Wunderbar. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt kommt noch ein Hornliu. Oder Hornliu, wie es auch ausgesprochen wird, ist mir egal. Und da holen wir jetzt nochmal Muffy dazu. Vielleicht könnte der dann auch noch, bevor wir jetzt zum Arena-Leiter gehen, ein Level Up bekommen. Und das wäre ja gar nicht so schlecht. Außerdem, Muffy entwickelt sich ja auch bald weiter. Das wäre ja, ne? Das wäre gut. Weil Muffy brauche ich. Also Muffy ist, sehr wichtig, ne? Also, auch jetzt als Let's Player. Also, aber jetzt auch hier in meinem Projekt, ne? Also, so wie ich das jetzt ausgesprochen habe, so meine ich das auch. Ha! Ja, ich weiß. Du hast bewiesen, wie Dutch du bist. Oder tu. Ja, okay. Laber nicht. Hallo! Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Ist ja ein Ding. Du sagst mir Sachen, die ich schon von Anfang an weiß. Käfersammler Axel. Axel Schulz. Na wunderbar. So, einmal Hornio Level 7. Level 7. Pff, ist ein Witz. Einmal Kratzer, weg ist das Vieh. Was? Was zum Teufel? Okay, das andere Vieh hätte das besiegt, aber Freaky, nö, da hatte keine Lust. Ne? Der wollte nicht, der hat sich gedacht, ne komm, nicht alles abziehen, weil... Komm, heute ist der zweite Feiertag von Weihnachten und dann halte ich mich mal ein bisschen zurück, ne? Weil er es halt kann. So. Und weil jetzt Kokuna kommt, hol ich mal den guten Holly dazu. Dann kriegt er nämlich auch noch ein bisschen EP. Was natürlich jetzt total scheiße ist. Weil die Attacke jetzt nicht effektiv ist. Und jetzt auch noch hier der Härtner eingesetzt wird. Das ist total kacke. Bin nur mal gespannt, ob ich jetzt mit denen, ich glaube 35 Mal kann ich damit angreifen, oder? Lass mal gucken. Ja, 35 Mal. Ich hoffe, ich kann so die ganzen KP von dem Kokuna abziehen. Das wäre ja gar nicht so schlecht, aber ich glaube das nicht. Ja, das könnte jetzt ein bisschen der längere Kampf werden. Moment, kann ich das nicht auch so machen? So geht's natürlich auch. Wunderbar. Bla 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 bla. Ja, Leute, sorry, dass ich das jetzt mal vorspule, aber das geht sonst ein bisschen zu langsam voran und ne. Daher, das, also das musste jetzt sein. So. Und wir haben es geschafft! Yay! Holly kriegt EP! Blink! So. Und jetzt natürlich noch ein Bibor, weil das könnte ja auch nicht anders sein. Muffy, du hast Arbeit. Wäre natürlich sehr verpümpelt, wenn du das jetzt schaffen würdest und gelingst, ne? Du Klötenhain sitzt nicht dran. Los! So. Normalerweise wäre das eigentlich effektiv, weil das ein Flug-Pokémon eigentlich ist. Aber lass mal stecken, ne? Also normalerweise. Mein ja nur. Ja. Ja. Alter, fünfmal? Willst du verarschen hier? So. Ja, und da ich nicht will, dass Muffy jetzt hier irgendwie untergeht, kommt jetzt Sunny noch dazu und dann macht den Rest. Ganz einfach. Ja.
Also das nervt mich so ein bisschen an diesen Käfer-Pokémon, dass sie immer diese scheiß Attacken nacheinander einsetzen müssen. Das geht mir so ein bisschen gegen die Nieren. Oh! Hallo! Haben wir's mal? Nervbolzen, du! Gott sei Dank bist du weg. So, Muffy erreicht Level 14, dankeschön. Und Sonny erreicht auch fast Level 13, sehr gut. Entwicklung allein ist nicht genug. Ja, wenn du normal so scheiße angreifst, dann kriegst du eins aufs Maul. Spaculino. So, gut, gegen den hatten wir. Gut, jetzt ist halt nur die große und unglaublich allergroße Preisfrage, wie wir jetzt gegen den Arenaleiter vorgehen können, müssen, tun und hast du nicht gesehen, ne? So. Ich bin aber mal wirklich gespannt. Also wie gesagt, gegen Safcon und Kukuna, das wird eventuell noch klappen. Ich würde sagen, die stärksten Pokémon setze ich dann zum Schluss ein. Das wären jetzt, glaube ich, Freaky und Muffy. Genau, Freaky Level 16, Muffy Level 14. Das heißt, ich muss es versuchen, mit Olli, Sunny, Aaron und Holly LP die zwei Käfer-Pokémon, die halt, ich hoffe ja mal, nicht angreifen können, dass ich die dann so besiegen kann und muss und hin und her, ne? Und mal gucken. So, also. Freaky ist vorne, das ist schon mal nicht gut. Ich würde mal sagen, wir machen das so. Holly nach vorne. Einmal speichern. Wunderbar. Gut, Leute, und den Kampf gegen den Arenaleiter hier in der Stadt Azalea City wird es dann im nächsten Part geben. Der Part ist nämlich jetzt schon 17 Minuten lang. Und genau aus dem Grund mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder und bis dahin verbleibe ich in meiner allbekannten Art und sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!